Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind heute hier in Marrakesch. Marrakesch, der Ort, der Nabel der Welt für heute, für diese, in dem Falle, nächsten zwei Tage, in dem der globale Pakt für Migration von Seiten unserer Regierung, deutscher Regierung, seitens Frau Merkel angenommen werden soll. Meine Damen und Herren, hier ist auch in diesem Ort ist heute Frau Merkel. Vielleicht jetzt nicht gerade da, wo wir jetzt hier gerade stehen, sondern in einem feierlichen, wunderschönen, in dem Fall erleuchteten Pavillon, der in dem Fall nur für den Regierungschefs, zu denen sich Frau Merkel heute mit dazu gesellt, viele Diktatoren darunter, bei denen sich bestimmt in dem Fall auch entsprechende Umgebung dann auch wohlfühlt, auch entsprechende Unterhaltung dann führen kann. Wir sind hier in dem Fall vor Ort, um auch den kulturellen Part auch Ihnen etwas zu erläutern, denn der Part der Kultur heißt ja in dem Fall im globalen Pakt für Migration, wäre eine komplette Bereicherung auch für unsere Länder. Und im Übrigen auch die Kulturen der Migranten, den unseren aufnehmenden Ländern, komplett gleichwertig gegenüberzustellen wäre. Und es ist in dem Falle ein ganz klares Thema, was wir hier auch direkt vor Ort empfinden, dass Migration, die Aufnahme von neuen Menschen, neuen Kulturen, neuen Strömungen, per se, wie im globalen Pakt für Migration ja steht, nur positiv sein kann. Meine Damen und Herren, wir leben, was wir in diesem Pakt hier lesen haben, eigentlich wir sehen uns da fast in Absurdistan. Und das sehen wir im Prinzip direkt hier, wenn wir vor Ort sind, auch wiedergegeben. Sie haben es jetzt hier auch gerade in der Pressekonferenz auch mitbekommen, wie sehr dann auch direkt konkrete Fragen eingestellt werden wird. Wie sehr man da auf Punkte, Sie haben Anmerkungen gehabt, ja, wegen der Zielsetzung, wie sehr man auch wiederum von der gesamten Konferenzleitung, die sich dann in dem Fall auch geäußert hat. Richtig, also es ist tatsächlich wie in einer Filterblase, so einer heilen Welt, wo man sich da aufhält, in diesem UNO-Pavillon-Bereich mit schönen Palmen. Und schöne Drinks werden gereicht und dort treffen sich dann die Anzugträger und diskutieren über unsere Zukunft, wie unsere Gesellschaften zu gestalten sind. Und wir haben ja zu akzeptieren, dass eben Migration immer nur Quelle des Wohlstands ist. Und im Flüchtlingspakt, der jetzt noch schnell aus dem Hut gezaubert wurde und am 17. Dezember in New York angenommen werden soll, da ist ja festgeschrieben, dass auch die Integration eben keine Einbahnstraße ist, sondern dass auch die Aufnahmegesellschaften den Respekt entgegenbringen müssen, den diverse Gesellschaften verdient haben. Was heißt das konkret? Wenn wir jetzt hier schauen, die kulturellen Werte sind natürlich völlig verschieden. Das geht weit über die Kleidung hinaus, das geht in den Bereich Scharia-Rechtsprechung auch hinein, wo zum Beispiel für den Abfall des Glaubens die Todesstrafe steht bei allen vier sunnitischen Rechtsschulen. Ja. Genau. Und es ist natürlich extrem schwierig, solche verschiedenen Wertsysteme dann innerhalb einer Gesellschaft noch so in Einklang zu bringen. Es ist eigentlich unmöglich, dass man miteinander kommunizieren kann, dass man auch noch gemeinsam dann Demokratie gestalten kann, Zukunft gestalten kann. Und all das wird jetzt letztendlich da in diesen herrlichen Pavillons von diesen Anzugträgern vorbereitet, die sich selbst feiern, dass sie das geschafft haben, in 2 Jahren einen Pakt zusammenzustopseln, wo man sagen muss, es ist wirklich zu 90% Schwurbelei. Es ist eine dauernde Wiederholung von den ewig gleichen Floskeln. Es ist also wirklich eigentlich unerträglich zu sehen, dass das Ganze auch noch ohne Einbeziehung der Bevölkerungen in den einzelnen Ländern vonstatten ging. Und die AfD musste ja erst letztendlich sie wirklich auf die Hinterbeine stellen und das Ganze ins Parlament bringen. Das ist also für mich unerträglich, das so zu sehen. Ja, wobei unerträglich ist noch etwas ganz anderes, dass wir nämlich überhaupt keinerlei, auch bei dieser gesamten Diskussion, die jetzt momentan stattfindet, von den Regierungschefs, inklusive Frau Merkel, überhaupt keinerlei in dem Falle Fokus dort ist, wie geht es den Zielländern, den Bevölkerung in den Zielländern, sprich in dem Fall unsere Bevölkerung in Deutschland, dem deutschen Volk, wie wird es in dem Fall dort die Reaktion sein? Das spielt überhaupt keine Rolle. Und was in dem Fall die Konsequenzen sind, die sozialen Kosten, von den pekuniären, sprich den wirtschaftlichen, ganz zu schweigen, überhaupt keine Rolle. Das wird in dem Fall komplett negiert, wird komplett in dem Fall weggewischt. Es wird überhaupt nicht in dem Fall debattiert, was dort gemacht werden muss, um hier auch die weitere Aufnahme zu ermöglichen, von Aufnahmebereitschaft ganz zu schweigen. Und vor allem, wie gesagt, was in dem Fall die Kosten sind, auch gerade für die Bevölkerung sozial und, ich habe 2 Töchter, was in dem Fall auch gerade für unsere Frauen und Töchter dann in dem Fall auch mit die Folgewirkung sind, denn Sie haben es ja angesprochen, Scharia. Sie haben in dem Fall auch die Konsequenzen von solchen Parallelgesellschaften, Diasporas nennt man es im Übrigen im globalen Pakt für Migration, was da die entsprechende Folgewirkung sind, die Konsequenzen, wird komplett weg, ja, geschwiegen, weggelächelt, genau. Wird in dem Fall überhaupt nicht angesprochen, gar nicht in dem Fall
zur Kenntnis genommen gebracht. Und wir erleben es jetzt heute auch in der Pressekonferenz. Was passiert denn? Genau, bei meiner dezidierten Nachfrage an Louis Arbour, die den ganzen Prozess der Ausarbeitung des Pakts gesteuert hat, war ganz klar zu sehen, bei den Fluchtursachen, da wird man ganz schwammig. Ich habe gefragt, warum sind nicht auch Regime Changes, Stellvertreterkriege, so wie in Libyen 2011 als Fluchtursache mit drin? Dann hat sie gesagt, ja, wir haben das alles mit drin, Klimawandel und so als Fluchtursachen ist mit drin. Da sieht man mal, wie letztendlich schwammig das Ganze wird bei den Fluchtursachen. Wo es aber sehr konkret wird, ist zum Beispiel bei den Rücküberweisungen. Wenn die Migranten dann also nach Europa kommen, nach Deutschland kommen, soll es erleichtert werden, billiger werden, sicherer werden, dass sie ihr Geld, was sie dort bekommen, zurücküberweisen können in ihre Länder. Also es ist total unausgewogen. Es sind nicht unsere Interessen als Zielländer, die aufgenommen wurden. Es sind auch nicht einmal die Interessen aufgenommen der Gesellschaften in den Herkunftsländern, dass sie dort in Frieden und Wohlstand leben können. Also es ist eigentlich eine totale Katastrophe. Im Übrigen, das wäre ja auch nicht machbar gewesen. Jetzt überlegen Sie sich doch mal, wenn die eigentlich wirklich die Fluchtursachen benannt hätten, die Überbevölkerung, das ist im Islam dann auch keinerlei Ursache der Flucht. Also bitte. Und vor allem auch korrupte Regime. Also bitte, mit denen isst man heute Abend gemeinsam. Also bitte, das wäre ein Fauxpas gewesen. Das kann man doch nicht machen. Also bitte, diesen noblen Ambiente, in dem ich mich noch ein bisschen rein verirrt hatte heute Abend. Nein, nein, nein. Also überhaupt aber nicht. Aber eine Merkel lässt sich nicht stoppen. Das nein. Wissen wir ja, das ist ein langer Prozess. Nein, aber sie hat in dem Fall eine komplette Isolation innerhalb von Europa hinbekommen. Eine europäische Lösung gibt es nicht mehr. Das ist durch. Jetzt belgische Regierung ist jetzt auch noch geplatzt. Also rund um Deutschland wenden sich die Staaten von diesem Migrationspakt ganz dezidiert ab. Und was in Frankreich los ist, das sehen wir momentan auch. Also von daher wird da wahrscheinlich sogar der letzte Rückhalt mit Macron da auch noch fallen. Soweit an diesem Abend hier aus Marrakesch. Und wir freuen uns auf den nächsten Tag, wenn ein großer Applaus der wundervolle Pakt zum Nutzen aller, nur nicht für unser Land, zum Nutzen nicht unseres Landes, überhaupt nicht zum Nutzen von Deutschland, angenommen wird. Einen schönen Abend noch.